So, hier in den Regalen war auch nichts weiter. Alles leergeräumt hier natürlich. Ich mag die Musik. Oh, eine Dose. Sliced Beats. Ich muss erstmal weg. Tschüss. Tschüss. So, jetzt sind wir allein unterwegs hier. Das ist doch. Jetzt muss ich alle einzeln untersuchen, oder was? Alter, wie viele Akten sind denn hier, bitte? Krass. Ist noch ein Schreibtisch. Das sieht alles so heile aus, was denn hier so liegt. Also diese Computer und die Telefone. Aber naja. Auf jeden Fall ist das Feeling schon krass. Also fängt diese Atmosphäre von der Apokalypse schon echt gut ein, finde ich. Hier steht noch ein Düschen. Das sind alles leere Flaschen. Noch ein Düschen. Düschen, Düschen, so. Was haben wir hier? Nischt, nischt, nischt. Kann ich die Öfen verwenden? Auch nicht. Ich habe schon wieder irgendwie meine Orientierung verloren hier. Also das hier stand irgendwo am Anfang des Haus. Ja, genau, okay. Mann, Mann, Mann. Fühlt sich echt, als würde jeden Moment irgendwie so eine Zombie-Herde auf einen losrennen. Und ich gucke hier so blöd zwischen die Bänke, weil ich gestern zwischen diesen Kirchenbänken, nicht zwischen diesen, aber zwischen Kirchenbänken, eine Axt gefunden habe. Wer weiß, vielleicht habe ich ja nochmal ein bisschen Glück. Eine Axt wäre echt super. Dann können wir Bäume fällen und sowas alles. Das, wäre schon echt cool. Ich habe immer noch die Angst, dass irgendjemand diesen doofen Schrank lootet, wo ich... oh, guck mal, da ist ein Chest. Wo ich die ganzen Sachen reingepackt habe. Naja, wenn es so ist, dann ist es so. Den können wir es auch nicht mehr ändern. Hier sind super viele Dosen, das ist natürlich toll, aber ich hätte gerne eine Waffe, ehrlich gesagt. Oder Metall oder einen Ofen oder was auch immer. Irgendwie sowas in der Art. Weil ich habe natürlich auch nicht so super viel Platz, um die ganzen Dosen mitzunehmen. Die sind wirklich, die verbraten ziemlich viel Inventarslots. Und jetzt ist hier irgendwie gar nicht so viel los. Im Städtchen. Hab ich einen guten Zeitpunkt erwischt, um hier mal durchzuschauen. Trotzdem liegt hier natürlich auch nirgends eine Waffe. Ich meine, in irgendeinem Büro auf dem Schreibtisch, wer lässt da schon seine Waffe liegen? Würde der Chef, glaube ich, auch nicht so cool finden. Aber dem Chef von dem Büro ist das, glaube ich, jetzt auch egal. So wie das hier alles aussieht. Da steht wieder eine Dose. Alter, dieser Wind, ne? Also die Atmosphäre, wie gesagt, kommt schon gut rüber. Ich weiß nicht, ob das auch so rüberkommt, wenn man zuguckt. Aber wenn man hier mittendrin ist, auch wenn man die ganze Zeit so Ego-Perspektive auch gezwungen ist, da zu bleiben, dann ist man schon echt da irgendwie drin. In dem Ganzen. Und wie gesagt, der erste Eindruck, ich hab's jetzt schon öfter... Oh! Alter! Eine Crowbar!
Wie cool. Wo ist sie? Da. Den nehme ich natürlich als Waffe. Crowbar for the win. So, es erinnert jetzt ein bisschen an DayZ, wenn ich da mit der Crowbar rumrenne. Aber naja. Ne, nicht an DayZ, sondern an... Doch, an DayZ gibt es ja auch Crowbars. Aber eigentlich ja sowas wie TTT, wo man ja die ganze Zeit die Crowbar standardmäßig dabei hat. Oh, hier ist wunderschön eingerichtet, ja. Oh, hello, don't kill me please. What? Don't kill me please, is that? No, no problem. Have a nice day, mate. Wirklich alles wunderschön eingerichtet, wie gesagt. Dieses hier schaue ich mir mal an. Vielleicht gibt es hier was Schönes. Search Cabinets. Diese Büros sind natürlich krass verwinkelt auch. Da mal irgendwo was auf dem Tisch liegt, dann kann man das natürlich super schnell übersehen. Aber naja, muss halt genau hingucken. In der Apokalypse. Nix. Hier gehe ich wieder raus. Büro, Gebäude sind irgendwie scheinbar nicht so lukrativ. Wer weiß. Vielleicht. Guten Tag. Guten Tag. Ich trau mich auch mal rein. Du schreibst ja immer, ne? Ja. Ist ja verrückt. Dein ganzes Leben besteht Screams jetzt immer, ne? Ja, ja, genau. Alles, ja, was ich mache, wird ja, jetzt genau aufgenommen. Ja. Ja. Muss sein, ne? Damit du auch immer nachschauen kannst, was wann du gesagt hast. Ja. Das ist kontrolliertes Leben. Oh Mann, nee, aber das Spiel macht schon Spaß, muss man sagen. Ist ein bisschen doof, dass ich jetzt hier alleine rumrenne, aber naja. Donnerstag. Oder ich rufe jetzt meinen Dad an und ich downloade es, falls das nicht drauf liegt. Ja, das wäre doch mal eine Möglichkeit. Mein Rhythmus ist irgendwie falsch gerade. Warum? Was ist los? Ich bin, hatte eben gerade halt vorhin um 17 Uhr Let's Play geschaut. Auf einmal, ich nick so weg. Was ist? 2 Stunden später war ich wieder auf. Sehr geil. Ja, das kenne ich. Da fühlt man sich dann irgendwie so, als wäre es schon der nächste Tag, aber irgendwie noch nicht. Ja, das kann ich gar nicht ab. Nee. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt mal gerne abrufen soll. Probier's doch mal. Versuch macht klug. Dann bist du gleich. Alter Schwede. Hier gibt es auf jeden Fall viele Gebäude, aber noch nicht so richtig viel coolen Loot. Ich hätte jetzt, mehr erwartet. Smile Fever. Ist gerade ein bisschen schwer, deinen Link anzugucken. Gamer Computer Intel Quad Core. Also, ich habe jetzt nicht so die krasseste Ahnung von Computern, muss ich sagen.
Allerdings glaube ich, also von den Stats her sieht er, glaube ich, ganz gut aus. Und ich glaube, Daisy kann Stats 1 kriegen, auf jeden Fall. Nicht mehr. No. Und irgendwie, naja. Ja. Was? Ja, heute halt nicht mehr. Ja. Vielleicht morgen oder. Aha. Na gut. Ach ja. Warum? Ich hätte die ganze Zeit kein Flex. Was? Kurios, ich hatte kurzzeitig einen Blackscreen. Oh mein Gott. Muss man hier futtern zwischenzeitlich. Ich habe morgen nur von 9.50 Uhr bis 12.20 Uhr oder noch früher Schule. Schön! Ich habe heute gar keine Schule, weil ich eingestellt wurde. Unglaublich. Ja. Naja. Schon wieder ein Gebäude hier, ey. Naja, geht's deinen Zähnchen jetzt wieder gut? Ja, sie dürfen wieder wehtun, ja. Also, sie können. Ja. Darfst du wieder ankommen. Naja. Ich bin so fertig. Einige Gebäude sind einfach mal leer. Das ist sehr interessant. Ich sehe es gerade. Hä? Hä? Ah, das meinst du? Das kann aber eigentlich gar nicht sein. Eigentlich ist in jedem Gebäude etwas Mister. Ja, wie du siehst, ist dem nicht so. Vor allem war genau an der Stelle doch letztens Sarazauncone. Da war bei denen was im Gebäude drin. Genau an der Stelle, wo du jetzt irgendwo gerade warst. Also da zwischen, als du aus der Gaffenshaus rauskamst mit dem Auto. Tja, keine Ahnung. Bei mir war nicht. Ja, und du bist ja ein Spieler. Ja. Und der hatte eine Axt in der Hand und ich hatte ein bisschen Angst, dass er mich töten will. Ich hab mal einen Zombie. Ja, ich gucke ja 30 Sekunden Zeitversetzt, also. Ja. Zumindest höre ich heute nicht die ganze Zeit irgendwelche Schüsse irgendwo. Das ist schon mal sehr beruhigend. Aber du wurdest schon angeschossen. Ich wurde gestern angeschossen, ja. Ja? Nee, du wurdest verfolgt. Ja, achso, vorhin mit einem Bogen wurde ich erschossen, ja, das stimmt. Du hast noch 42 Leben, dass sich das so prägt, das ganze Gedanken. Ja, das ist halt echt, das dauert ewig, bis man wieder Leben kriegt. Ja, wahrscheinlich mit Medikits oder so ein Zeug. Ja, man braucht wahrscheinlich bessere Medizin, ne? Als das, was ich da hab mit meinen blöden Bandagen nur. Heute gar kein Product Placement T-Shirt. Nö. Natürlich nicht. Sowas tue ich nicht. Aber Musik streamt bald, ja. Naja, ich dachte, ich mache die ruhige Stimmung etwas, obwohl eigentlich passt Musik gar nicht zu dem Spiel so richtig, weil. Irgendwie sowas wie Neon Cat oder so. Ja, Alter, jetzt habe ich einen Schuss gehört. So viel dazu. Nee, ich hab grad unten und ich will dich nicht doppelt hören. Hat mir gestern schon angetan und es tat mir nicht gut. Was? Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal wieder Richtung Ausgang, weil.
Hilfe! Alter, der hat mich angeschossen! Fuck! Ja. Ja, ich höre jetzt gerade. From Russian with love. Du wurdest angeschossen. thanks. Oh, Benny, 13 Life hast du noch. Und du bist tot. Ach man, du, das ist doch kacke. Was? Die Augen aufreißt. Na toll. Da habe ich auch meine ganzen Rezepte wieder vergessen. Dein Gedächtnis ist wieder ausgelöscht. Ja. Was zuckelt denn da hinten rum? Hä? Zuckelt nicht mehr, okay. Komisch. Tja, jetzt kann ich natürlich versuchen, wieder dahin zurückzugehen, wo ich meine Sachen platziert habe und eventuell kriege ich die wenigstens wieder. Aber ich habe ja keinen Rucksack mehr. Den hätte ich vielleicht da lassen sollen, aber da hätte ich ja nichts mitnehmen können. Ja. Ach Manu, das ist doch kacke! Oh. Avrim Highway habe ich noch nie gehört. Das ist natürlich immer sehr toll. Interessant. Ich guck mal, ob ich hier eine Karte finde und wenn da der Ruby Lake drauf ist, dann werde ich da hingehen und wenn nicht, dann werde ich das Ganze erstmal beenden. Bin ja auch schon wieder ewig am Zocken hier. Ja, das in der Tat. Und ich wurde einfach allein gelassen. Ja, Kameradenschweine. Was mit mir nicht. Also bei mir wird dir das nicht widerfahren. Denk was ist das? Vielleicht. Scrap of Cloth. Wooden Arrow Branch, Wooden Stick. Warum nicht? Das wohl ein Zombie fallen lassen. Du hast doch Bulle übersehen. What? Ich hab noch gar keine Pickaxe. Oh, hallo, Tommy. Das ist jetzt, wenn man sich so eine Mine graben könnte. Dann immer so alle 8 Meter oder so mit Balken spitzen und. Alter! What the fuck's going on? Wie viele Zombies sind da bitte? Hilfe! Bin ich irgendwo nicht in der Nähe. Alter. Ich renne jetzt einfach durch die Zombies durch. So. Das ist die beste Idee ever. Ich habe ja nichts zu verlieren. Hallo. Kuh. Na, ihr Zombie Boys. Na? Wer sich traut. Bei mir bist du jetzt gerade auf der Brücke. Na guck mal, da ist ein Straßenschild, da kann ich mal kurz stehen bleiben. Während da die Fahrzombies sind, ein bisschen. Ruby Lake! Alter, ich muss nach rechts.
Alter, der eine Zombie hatte übrigens einen Pfeil im Rücken. Geil. So muss das. Ist hier irgendwas Schönes? Hier sind auf jeden Fall große Kisten. Oh, toll, Bretter. Schön. Wenn da so viele Zombies sind, ist es schlau, so hoch zu klettern. Hallo? Nö, ich hab schon die ersten, die hier reinkommen jetzt. Das ist irgendwie nicht so cool, da geh ich doch mal weiter. Die lassen auch nicht mit sich sprechen, die Kollegen. Man hat aber auch keine Chance, mit der alten Persönlichkeit eines Zombies, also eines Menschen, der zu einem Zombie geworden ist, zu reden, oder? Nee, ich glaube, das geht nicht. Nicht wirklich, nicht mehr. Nee, ich glaube, die Persönlichkeit des Menschen ist dann ausgewechselt mit, Gehirn oder so. Ja. Fleisch, Hirn, Gedöns, Fressen, Überleben. Bah! Oh, das hat ja gar nicht so viel getan, wie ich dachte. Es ist genauso wie bei deinem Tod, dass dann dein Gehirn, also einmal reset. Jupp. Also ich würde nicht gern als Zombie rumlaufen. Hey Benny, du hast voll 1% Leben verloren. Jaha. Aber ich dachte, ich verliere viel mehr, wenn ich da runterspringe. Schon wieder so viele Zombies. Weil einfach die Armor-Steuerung, oder Armor-Engine so. Ich hier im Wasser. Jetzt mal Blackberries mitnehmen. Wie gewohnt. Hallo Zombies. Oh. Hier ist irgendwie zugestellt. Ah, hier ist eine Karte. Na toll, ich hab den Ruby Lake nicht mehr drauf. Scheiße. Blackberry ist auch nicht alles, ne? Vielleicht bräuchtest du was Besseres wie Apple. Äpfel? Ja, wie Apple. Achso, haha. Das fehlt einfach dein Niveau in deinem Scream. Ach nee. Ich glaube, das wird heute nichts mit dem Finden von meinen Items. Ich glaube, ich muss dann auch mal auf den Server gehen, wo nicht die ganze Zeit die Recipes gewiped werden. Das ist irgendwie anstrengend. Was? Überall stecken hier die Pfeile in der Luft. Verdammt, ich hab gerade deinen Pfeil schon nicht zugehört. Verdammt! Okay, ich kann jetzt nochmal nachladen. Das kann ich auch. Wo was gewiped wird? Die Rezepte, die man zum Bauen braucht. Aha, die Retypes. Ja. Ich gehe auf der Straße lang, es ist so wunderschön. Abenddämmerung. Voll die Schlucht hier. Straße einfach mal durchführt. Ja. War das ein Pfeil? Schlucht, ja. Lal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 
Währenddessen dir dein retarded zweiter Persönlichkeit so labert. Ich kann schon nicht mehr richtig reden, Alter. Boah. Ich guck mal, was vorne für ein Schildchen ist. Ja. Guck mal. Hier steht Next Exit Tankstelle. Toll. Bin ich just Streamlate bei mir. Voll viele Zombies schon wieder am Start. Ich hab dein Gesicht ganz genau gesehen. Was für ein Gesicht? Was? Ja, ich hab ganz genau gesehen, was für eine Fratze du gezogen hast. Ja. Ich zieh niemals Fratzen. Ja, nein. Niemals. Du guckst immer so, ne? Ja, genau. Hier ist noch ein Schild. Das ist höchst erfreulich. Also, ich bin, glaube ich, immer weiter weg vom Ruby Lake, aber ich komme nicht. Ja, okay. Also, ich würde mal sagen. Ich logge mich hier mal an der Karte aus. Ja. Und, ja. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Eventuell sieht man sich später noch bei einem weiteren Stream oder die nächsten Tage bei H1Z1 oder Daisy oder was auch immer. Und, bis dahin. Hi, Arigato. Gute Nacht. Hi, und, schlaft schön, wenn wir uns nicht nochmal hören. Auf Wiedersehen.